Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal hier von diesen Monstern, diese Halloween Edition Kinder-Ü-Eier mal aufmachen. Und wir wollen mal gucken, was sich da drin so verbirgt. Also ich habe hier eins, was absolut nicht klappert. Und das machen wir jetzt erstmal auf. Aha. Ja, das ist wieder so ein, ich sage mal, unnütz Spielzeug von GoMove. Hier dieser, ich pack die Eier mal weg. Diese Dinger, die sich ja so drehen oder springen sollen. Ja. Das ist was, ja, was eigentlich keiner braucht. Okay, machen wir eine Nummer 2 auf. Das klappert schon ein wenig mehr. Oh, und da haben wir ein dunkles Ei. Mhm. Und da gucken wir doch mal, was da so drin ist. Da haben wir Halloween. Ja, wie heißt die Serie nun? Die haben keinen speziellen Namen. Das ist einfach nur Halloween. So. Es gibt 4 Figuren davon. Wobei die Figuren, muss ich sagen, Forcia, die Twistheads, die haben mir wesentlich besser gefallen. So. Dann wollen wir das Ganze hier bekleben, damit die Figur auch ein Gesicht bekommt. Ja, das klebt so toll, dass es nicht klebt. Scheißegal. So. Wie soll das Ganze jetzt funktionieren? Also, hier kommt dieser fliegende Unterteller rein. Und dann soll man ganz einfach nur drauf drücken und dann soll der hier nach vorne wegschießen. Aber dieser, ich sage mal, Technik ist von Ferrero absolut unausgereift und ist absoluter Schrott. Und die Figuren, mein Fall ist es auch nicht. Ich werde diese Figuren nicht sammeln. Und wir schauen aber trotzdem mal in das nächste Ei rein und gucken mal. Aha. Ja, hier haben wir wieder so einen Flieger von GoMove. Den habe ich nun auch schon etliche Male zusammengebaut hier. Den werde ich jetzt auch nicht extra zusammenbauen. Gut, nächste Ei ist wieder ein, was nicht klappert. Ja, ist aber auch keine Halloween-Figur drin. Ja, nie, ist klar. Wieder so ein Flieger. Jetzt nehmen wir mal eins, was wieder ein bisschen klappert. Ha, ja,
auch keine Figur drin. Oh, hier ist aber wenigstens, ich sage mal, von Natuns eine schöne Figur drin oder zwei Figuren. Mal gucken, wie das zusammenkommt. Die große Figur wird so zusammengesteckt und dann kommt die kleine Figur, ja, irgendwie so drauf. So. Gut, machen wir das nächste Ei auf. Mal gucken, was uns da drin erwartet. Oh, da ist wieder eine Figur. Und es ist wieder die gleiche Figur. Es ist wieder die schwarze Figur, die auch diesmal wieder keinen Namen hat. Finde ich ein bisschen blöd. Ich versuche es jetzt mal zusammenzukleben, das Teil. Vielleicht gelingt es mir ja diesmal. Also das Gesicht, das scheint ja zu klappen. Was sich da Ferrero ausdenkt mit so einem Rotz hier. Das ist absoluter Scheiß. So, machen wir das hier mal auf. Gucken mal, was hier drin ist. Hier ist wieder normales Spielzeug drin. Und ja, es sind diese nachgemachten Hüppenteile, wo ja Kaufland von der WM die Teile rausgebracht hat. Die von Kaufland springen ja wirklich so Meter, anderthalb Meter hoch. Die hier, die schaffen noch nicht mal 5 cm. Also ich weiß nicht, was denkt sich Ferrero bei so einer Scheiße hier. Die kopieren irgendwas nur zum Viertel. So. Und wir schauen hier mal. Naja, da scheint ja so einigermaßen was zu sein. Jo, die Serie scheint mal ganz gut zu sein. Von Sprinti. Das ist hier der Trecker mit Frontlader, den baue ich mal schnell zusammen. Ja, geht relativ schnell und sieht auch ganz gut aus. Ups, ich muss mal sagen, also das ist was. Jo. Sowas sollten sie zu Halloween als Hauptfigur machen. Finde ich wesentlich, ja, besser. Das hat wenigstens was. Okay. So. Machen wir jetzt das letzte Ei auf. Auch hier wieder keine Figur. Aber so ein, ja, ich sag mal Finger Roller von Sprinti. So sieht er aus. Ja, auch akzeptabel, sage ich mal, aber wie gesagt,
diese Halloween-Figuren sind in meinen Augen ja, der größte Mist. Dieses hier, diese Serie, die werde ich wahrscheinlich auch versuchen zu sammeln, wenn es die jetzt in der neuen Serie hier von Dori auch gibt, werde ich die hier auf jeden Fall sammeln. Also die haben was, die gefallen mir, die sind gar nicht mal so schlecht. Aber der andere Rotz, naja, die Figuren hier, die gehen auch noch. Ich sage mal, es ist so 50-50. Es sind Sachen dabei, die sind nicht schlecht. Man muss auch immer das Preis-Leistungs-Verhältnis sehen. Also wie gesagt, es sind Sachen dabei, die sind nicht schlecht. Aber es sind auch Sachen dabei, wo man sich denkt, musste das jetzt sein? So wie dieses hier. Sowas als, ich sage mal, Nebenhauptfigur so zu machen, ist schon, ja, makaber. In meinen Augen. Aber naja, gut. Was soll's? Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video hier gefallen. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.